Die Zukunft! Die Zukunft! Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Wie geht eigentlich Musik? Beachtet unter keinen Umständen dieses Tittenbild da hinter mir an der Wand. Achtet lieber auf mich. Heute gibt es mal wieder ein Spezial, denn heute ist der Tag, an dem Marty McFly die Zukunft betritt. Also heute ist der Tag, an dem Marty McFly aus Zurück in die Zukunft das Jahr... Und im Soundtrack zu diesem Film gab es einen Song, der besonders herausstach, nämlich The Power of Love von Huey Lewis and the News. Und ich meine, ich wäre ja nicht Marty, wenn ich also heute an diesem Tag genau zu dem, das... Also es kommt alles zusammen und obendrein wurde ich auch noch nach Marty McFly benannt. Danke, Mama. Der Song kam genau wie der Film 1985 raus und war sehr gut. Doch wie geht er nur? So. Also das Schlagzeug spielt, da es ein Rocksong ist, im Refrain einen steadigen Rockbeat. Also ein Rockbeat, der steady ist. Zum Beispiel so. Und wenn wir schon mal im Refrain sind, können wir gleich mit dem Bass weitermachen. Der spielt nämlich in lustiger Rockmanier so schöne Achtel, also zu den Akkorden passend nach Möglichkeit. Eben genau das Richtige für Bassisten, schön übersichtlich, die Akkordsymbole in tastbarem Großdruck. Darauf bettet sich sehr schön die Gitarre. Wobei, es stimmt nicht ganz, es sind eigentlich zwei Gitarren. Die spielen aber genau wie der Bass diese Achtel da durchgängig, aber Power Chords, was der Grundton, die Quinte und der Grundton Oktave drüber, also ist so, klingt das dann. In der Strophe spielt das Schlagzeug exakt das gleiche, nur dass die Hi-Hat geschlossen ist und dass die Kick vor der 3 noch so ein Achtel dazu. Marty, du musst mitkommen! Warum denn? Es geht um deine Kinder! Was ist mit meinen Kindern? Der Bass macht jetzt nicht mehr bum 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 bum, sondern spielt eine etwas ausgefuchstere Line unter dem Gitarren... Riff. Nicht zu verwechseln mit Korallenriff. Komm, schnell, Marty! Was ist denn jetzt mit meinen Kindern? Kinder? Aber du hast doch keine... Das war doch nur ein Vorwand, um dich hierher zu locken. Was? Also ich habe keine Kinder? Präzise, Marty! Aber wieso bin ich dann hier? Das, mein lieber Marty, ist sozusagen selbsterklärend. Nein, jetzt guckt sich einer das hübsche Kerlchen an. Na, brauchst du noch einen Bassisten? Was war das jetzt nochmal, was die Gitarre spielt? Ein Riff. Das ist eine Figur, also eine Tonabfolge mit so Akkorden vielleicht auch, was man so kompliziert ein bisschen greift. Klingt so. Ist auch clean und nicht mehr so gekruncht. Er meint im Gegensatz zum Refrain nicht verzerrt. Und schon ist er fertig, unser kleiner lustiger Rocksong. Wobei, stimmt nicht ganz, denn Huey Lewis wäre nicht Huey Lewis und die News auch nicht die News. Wenn der Synthie nicht wäre, den kennen wir schon aus dem Schlager. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie das geht, könnt ihr da oben nachgucken in der Infokarte. Da ist ein I und da kommt dann ein Schlager raus. Da müsst ihr draufklicken. Jedenfalls spielt unser lustiger Synthie so ein paar Akzente im Refrain und in dieser komischen Bridge, die vor der Strophe kommt. In der Strophe macht er nichts, aber so klingt er im Refrain. Und nun können wir uns dem Gesang widmen und der kommt ausschließlich und höchstpersönlich von Huey Lewis selbst. Es sei denn, er hat mal gerade keine Zeit und springt irgendjemand anders für ihn ein. Aber der Song im Ganzen, da habt ihr einen. Komm, schnell, Marty! Was ist denn jetzt mit meinen Kindern? Das war nur ein Vorwand, um mich hierher zu locken. Das ist stark. Großer Gott, es wird Zeit! Another man sing. Change a hawk to a little white dove. More than a feeling,
Make a bad one good, make a wrong one right. Power of love will take you home at night. And it don't take money, don't take fame, don't need no credit cards to ride this train. It's strong and it's sudden and it's cruel sometimes, but it might just save your life. That's the power of love. So, und jetzt wisst ihr auch, wie dieser Song funktioniert. The Power of Love von Huey Lewis and the News im Soundtrack von Zurück in die Zukunft. 3 Filme sind es insgesamt. Großartige Filme. Solltet ihr sie nicht kennen, dann geht und guckt sie verdammt nochmal. Die sind echt geil. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall bei meinem lieben Freund Gnieche als Doc Brown. Steven wie immer für Kamera und den ganzen Zeug. Frodo für das E-Drum, auf dem ich spielen durfte. Ihr könnt hier ein paar Videos gucken irgendwo. Könnt mich abonnieren, Gnichel abonnieren. Vielleicht die Space Frogs. Frodo-Apparat auch, da passiert zwar überhaupt nichts, aber es ist auch... Wem erzähle ich das? Tschüss.